Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Hand Showdown. Wo gehen wir hin? Zum Hinweis, würde ich sagen. Ach, zack bloß. Wo ja, sind wir denn überhaupt? Da eher nach links, oder? Achso, straight geradeaus. Ja, genau. Wo sind wir denn? Ah ja, eins. Das ist schlechter. Schon mal gut. Ja, das ist sehr gut. Ich glaube, wir sollten jetzt öfter drauf schauen, wo wir spawnen. Ich habe da überhaupt gar kein Auge drauf gehabt, gerade. Ja, das stimmt, dass wir halt ungefähr wissen, wenn wir da jetzt hinlaufen, dann ist es genau da, wo wir schon gekämpft haben und dass man da vielleicht ein bisschen strategischer vorgeht. Dass man weiß, wo vielleicht manche Leute hocken könnten. Weil das fehlt teilweise noch bei uns. Weil es ist ziemlich oft bei uns gefühlt, wir gehen irgendwie so, hey, waren wir hier schon mal? Oder keine Ahnung, wie das da drin jetzt ausschaut. Ja, gut, also ich sag mal schon, ich kenne mich, also von außen, ich weiß, wo ich hinlaufe, ich weiß, wie das Zeug ein bisschen heißt und so, aber wenn ich in Gebäuden drin bin teilweise, wo ist denn das jetzt? Ach so. Ach, da oben. In Gebäuden drin bin teilweise, ich wüsste jetzt nicht so, wo sind die Eingänge und wo können die alle reinkommen, das weiß ich nicht auswendig. Ja, genau, das meine ich, ja. So, gehen wir weiter. Ja, gleich. Noch rechts, sehr gut, sind Erde Einhäuser. Jeder wartet. Ja, ich bin vorsichtig, weil bei uns ist es ja des Öfteren so, dass da einfach plötzlich Uhr. Ja, jetzt haben wir einmal eine Leute. Gute Runde gehabt, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ja, darum geht's mir gar nicht. Eher so. Jetzt ist es so hell und man wird so schnell gesehen. Oh, da sind Hunde gerade gespawnt bei uns. Du läufst voll auf die Hunde zu. Ich laufe, aber sie greifen nicht an. Ich will gerade irgendwie gar nicht schießen. Ne, wir sind hier ein bisschen zu offen. Oh, das, die sind. Oh, Alter, nein. Die sind so scheiße im Busch. Ja, komm, gehen wir über den Fluss. Links über den Fluss rein. Wow. Die können durchs Wasser? Was? Und Feuer! Alles mein Fehler! Ich bin gleich tot. Was? Ehrlich jetzt? Ja, der Feuertyp greift mich an. Und ich blute und. Ich auch, ich muss mich kurz heilen. Oh, das war jetzt richtig kacke, Alter. Lol, der Feuertyp läuft durchs Wasser. Bin tot. Lol. Das war jetzt totaler Fall. Wir hätten einfach gegen die scheiß Hunde kämpfen sollen. Ah, wieso hab ich auf dich gehört? Ja, ihr ganz ehrlich, woher soll ich riechen, dass die da über das Wasser laufen können? Komm, wir suchen da jetzt schnell einen Medic. Nee, ich heil mich gleich mal. Hallo? Das ist mir auch, glaube ich, noch nie passiert, dass ich durch Monster verreckt bin. Wenn nicht andere Spieler in der Nähe waren. Ja, das war jetzt irgendwie ganz schön peinlich. Also nicht für dich, ich meine jetzt allgemein von uns, dass das irgendwie so passiert ist. Aber eins hat gefehlt, dass es eigentlich noch Spieler in der Nähe gewesen wären. Ich verreck irgendwie, ich lieg im Wasser, die campen mich ab, du kommst nicht hin. Das hat mir schon so ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Was hat dir gefehlt? Ich verstehe es nicht. Das andere Spiel in der Nähe, Mann. Ach so. Hm. Hier ist ein Item. Ach so, ich habe keinen Platz. Okay. Keine Muni. Ah, hier könnte schon irgendwo Medic sein. Ich muss mich ja auch noch heilen. Ist hier irgendwo... Ja, ich brauche Medic. Ich will nichts aufbrauchen. Das wird mich total ärgern. What? Oh. Läufst du gerade durch Ketten? Ich glaube, das ist eher der Kollege da. Aber hier waren keine Ketten. Das ist irgendwie so ne- Wo er lange laufen ist, waren keine Ketten. Was? Oder ist wohl irgendein anderer? Vorsicht, da ist irgendwas mit der Frau.
Ja, ich weiß nicht wo. So viel zu dem Thema. Ah! Wo ist die? Hast du sie? Ich hab sie schon gemessert, ja. Oh, danke dir. Die war gerade abgelenkt. Ist eigentlich ganz gut, Alter, wenn die Viecher einem anderen hinterherlaufen oder fliegen, dann kann der andere einfach hinlaufen mit dem Messer und zu kühlen. Weil die werden. Oh, ich brauche immer noch Medic, ey. Dass ich hier. Also, du findest immer so viel Medic, aber wenn du es einmal brauchst, dann ist es nicht da, ne? Laufen wir weiter zum nächsten Hinweis. Ja. Weil hier ist anscheinend keine Medic. Medic ziehen. Aha. Kommt noch einer? Der kommt noch drei. Das hört ja gar nicht mehr auf. Vorsicht, die kommen hinter dir hoch. Ach Leute, da ist überhaupt keine. Oh, hier, oh! Alter! Wie viel denn noch? Boah, das ist nervig, dass ich jetzt frack bin, ey. Ja, ich glaub's doch. Ey, das ist hier keine Medizin. Ich bin geblutet, hab geblutet, dann gebrannt und. Ja, ich habe auch geblutet. Ja, ich hatte keinen Schlagring, ich wollte dir nicht schießen und. Ja, gut, aber das. Bevor wir sterben, schon schießen, ne? Das. Ja, klar, ich wollte. Also, ich habe ja dann auch geschossen. Oh, da ist. Ich musste die Blutung erstmal heilen und. Oh, Gottes Willen. Jetzt habe ich mich geheilt. So, jetzt können wir weitergehen. Einmal in diese Richtung. Haben viel Zeit verschissen. Holy moly. Ja, die Runde schon so anfängt, ich sag's dir. Ist ein Argument, ja. Ich gehe auch davon aus, dass diese Folge wahrscheinlich niemals hochgeladen wird. Ja, ich bin mit meiner Waffenwahl auch ziemlich unzufrieden, muss ich gerade sagen. Also. Einfach eine Schrotflinte und ein Kettenrevolver, das ist halt einfach keine gute Kombi, würde ich mal sagen. Nee, weil der Kettenrevolver ist eigentlich so Schrotflintenersatz im Nahkampf. Ja, also du hast gerade eigentlich keine, ja. Also ich kann zwar mit einem Revolver schon ein bisschen auf Entfernung kämpfen, aber, ja, aber wenn man das Glück bedenkt, was ich letztes Mal hatte. Weil ich würde es natürlich niemals schaffen, da irgendwie unterm Laufen dem anderen einen Header reinzudrücken. Ja, hat er aber schon, also. Mit einem Kettenrevolver, also alles. Mit einem Kettenrevolver, ja. Wo ich immer gedacht habe, der macht nicht so viel Schaden eigentlich. Macht der eigentlich auch nicht. Nur ich dachte immer, der Kettenrevolver ist eher so für. Eben für dieses. Fächern und sowas. Fächern gedacht gewesen. Dass du da halt richtig Damage machst. Du läufst auch ganz schön durch, ne? Ah, bleib stehen. Und lauf nicht ihn hinterher, sondern lauf mir hinterher. Ich renn hoch. Oh, Gottes Willen. Vorsicht. Können wir den? So. Und wo ist er? Da vorne. Ach, die Stelle. Was? Ach da, okay. Hier waren wir schon mal. Da hatten wir gar nicht mehr so die schlechte Runde. Da waren noch Gegner. Da hinten waren die Gegner ja dann. Und jetzt müssen wir hier. Ach, jetzt fängt Schießen an. Ach, ich glaube, die kämpfen gegen schlechter gerade. Gerade eine Bombe gehört und so. Ich weiß gerade nicht, die Raben. Ja gut. Wurscht. Hier links in den Wald rein ein bisschen. Ach, du magst gleich rüber rennen, okay. Ja, Wald ist vielleicht ein Stechpunkt. Oh, ganz schöner Fluss hier. Naja. Alter, irgendwie töten wir gerade so viele Viecher. Das ist nicht mehr normal. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Viecher gekillt.
Bisschen. Also zum Fort müssen wir ja gar nicht, ne? Können wir getrost vorbeilaufen. Ach ja! Ah ja, gut. Du warst gerade voll drauf fixiert, ne? Deswegen will ich ja rechts, links am Wald entlang rennen. Ja. So. Das ist eine Frau. Moment, kann man das Messer halten? Nee, nicht, ja. Doch. Ja, jetzt. Wow. Lol. Du hast echt ein Talent dafür. Wie viel hält die denn aus? Zwei Würfe oder eins im Kopf. Alter, ich hab die jetzt viermal getroffen in den Körper. Nee. Lüg mich an. Ey, bei mir stirbt's immer noch zweimal. Alter, ich hab die jetzt viermal getroffen. Sicher, dass du getroffen hast? Ja, ich hab viermal einen Hitmarker bekommen. Und weil ich mich erinnert habe, zweimal in den Körper reicht und ich hab geworfen. Zack, Gott, zack. Sag mal, links da ein bisschen durchsuchen oder magst du direkt rechts? Was möchtest du durchsuchen? Ja, keine Ahnung, da andere Gegner sind. Oh. So. Ja, jetzt ist ja wieder ein Kackzeitpunkt, wieder anzugreifen. Ja, das ist jetzt. Na genau, jetzt versuchen sie sich gut anzubunkern. Ja. Sollen wir schlechter machen? Weil der schlechte sollen wir den anderen machen? Weil irgendwie ist da noch. Das wundert mich schon fast. Ja, ich weiß nicht, wir laufen jetzt hardcore vorbei. Bei uns im Glück wollen wir zum Hinweis vorbei, einfach nur vorbeilaufen und die killen uns dann aus dem Fenster raus. Achso, so meinst du? Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie angreifen will ich da jetzt nicht unbedingt. Weil, wie du schon gesagt hast, die. Oh, bitte nicht. Ich weiß halt irgendwie auch gerade nicht. Haben die Hunde dich entdeckt? Naja, die Hunde haben dich. Sollen wir weiter rennen einfach oder magst du. Ja, hast du Messer? Mhm. Sollen wir es versuchen? Oder lassen die uns in Ruhe? Er hört auf. Okay, Gott sei Dank. Können ich jetzt durchs Fort und dann. Das Ding ist halt. Schnauze. Huch, der lebt ja noch. Das sind waren das wegen dir? Ja, das war wegen. Ja, ich hoffe aber, dass die dann einfach runter zum Ausgang rennen und nicht den versuchen dann. Aber obwohl das gar nicht mehr so ist, weil da haben wir, glaube ich, mehr Chancen zu kämpfen, oder? Anstatt wie die anzugreifen, während sie sich verbunkern, oder? Weißt du, wie ich meine? Ja. Hast du Ausdauer? Nee. Danke. Moment, war der Hinweis? Der ist hier noch zu, also hier war noch keiner. Gut, sieht man irgendwie auch von den Monstern her. Ich weiß bis heute noch nicht, ob dieses Monster wieder immer nachspawnen ein bisschen oder. Aber eigentlich nicht, ne? Weil wenn wir immer zurückrennen, sind dann immer so viele Monster. Ja. Ja. Manchmal sterben die nicht One-Hit. Jetzt sollten wir uns langsam, aber ich glaube echt, weil irgendwie das keiner. Ein bisschen ruhig irgendwie gefühlt, wenn wir vielleicht zu lange gesucht haben, dass du Glückzeug vielleicht nicht zu weit oder ach Gott. Wow! Du warst direkt so viel Schaden, das Viech. Hohohoho! Ich wäre schon wieder fast verreckt. Hä, was? Ehrlich? Ja, weil mir ein Balken ja schon fehlt. Oh, Alter. Ach, nee, fehlt warte, ein kompletter Balken. Ja, ich bin doch verreckt. Ach ja, stimmt. Da fehlt ja ein Balken. Oh. Shit. Ich habe schon mein gesamtes Verbandszeug schon fast aufgebraucht. Wir haben auch gar nicht gegen andere gekämpft. Herzlich Glückwunsch to me. Nee, ich schau da jetzt gar nicht erst rein, wenn da ein Verbandskasten drin ist. So, die haben hier jetzt. Jetzt schauen wir mal, was die machen.
Das wird jetzt interessant. Magst du ja, weiterrennen zum nächsten Hinweis oder magst du gleich den holen? Ja, gleich zum Hinweis, würde ich sagen. Ja. Wenn sie jetzt uns entgegenlaufen, dann probieren wir unser Glück halt in den Kamm. Aber es wäre irgendwie doof von denen, weil die müssen jetzt... Ach! Nein, 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 nein. Du musst halt mich heilen. Schnell, schnell, schnell. Ah, nein! Er stoppt Blutung stoppen, bevor der Balken weg ist. Oh, das haben wir jetzt gut gemacht. Ich bin fast... Puh. Was machen die? Ah, die gehen runter. Oh, Jetzt könnte man den Assassinen holen. Oh. Ach, was soll's. Aua! Hab ich hier erwischt, was? Ja, ich blute. Das ist so eine richtige Fail-Runde, ich weiß auch nicht. Aber... Okay, hier ist offen. Also hier war schon mal jemand. Ja, vielleicht waren das, aber... Oder die sind hier in diesem Gebiet gewesen und sind halt in genau. So schlechter Runde. Ja, das kann und haben sein. Dann gleich beim ersten Hinweis Glück gehabt. Weil ich finde es schon komisch, dass jetzt beim Assassin irgendwie keiner ist. Aber theoretisch waren es ja dann nur zwei Teams. Also wenn die gehen. Also die haben ja gerade den gekillt und gehen jetzt ganz gemütlich runter, ne? Ja. Das ist ganz komisch gerade. Komisch, das ist. Ja. Und wir sind jetzt auch nicht gerade vorsichtig und. Nee, gar nicht. Langsam unterwegs. Voll blöd, dann gehen wir zu dem Hinweis. Links ist, glaube ich, näher. Ja. Bei mir ist der Schatten gerade verbuggt. Schwebende Waffen, der Körper hat keinen Schatten. Ich sehe das schon wieder hier, das Haufen ist das Sumpfgebiet und so und dann im Wald kämpfen wir, du mit deiner Schruf. Obwohl, im Wald ist es teilweise gar nicht so schlecht mit Schrotflinte. Nee, so weil du dich dann... immer hinter so Steine verstecken kannst, also hinter so Matschhaufen ja. Und dann immer, wenn sie kommt, bäm, weg. Ne? Ja. Okay. Wir mit den sag Hunden. Mal, wie viele Hunde denn gerade sind? Und vor allem, wie groß die... Hey, wo bist denn du? Ach, da. Weg groß von auch die Gruppen sind immer, ich verstehe das nicht. Ey, es war gerade hoch, oh, oder? Ich wollte gerade sagen. Scheiße. Mist. Dann werden die... Oh, und wir haben hier echt keine gute Posi, ne? Gerade. Ich glaube, der ist aber auch gerade ein bisschen am Ausflippen. Eventuell kämpfen die da auch gerade schon. Ey, wir müssen jetzt irgendwie mal was machen. Position. Da! Dann... Hab ihn getroffen. Ich versuche in den Nahkampf. Ja. Also, die kämpfen schon. Wow, was? Wo? Was? Wer? Hinter mir, hinter mir! Was? Hinter dir? Ach da, ja, er rennt hinterher. Da! Achtung, der ist im Haus! Oh nein, jetzt gehen die Hunde auf mich! LOL! Und der schießt auf mich! Ich bin gleich tot. Nein, er lebt doch! Boah, ich bin gleich tot. Du musst kurz aushalten. Oh. Okay, das sind mehrere Spieler. Kannst du wieder irgendwie zurückkommen? Gerade? Scheiße. Das sind mehrere Teams. Der mich verfolgt hat, ist gerade verreckt. Ich muss gerade alles nachladen, ey. Boah, ich hatte gerade so Muscle, dass ich noch eine Kugel drin hatte und die getroffen. Wer hätte ich jetzt daneben geschossen? Eine Kugel oder eine Kugel weniger gehabt, wäre ich verreckt, ne?
an Hunde, weil mich haben Hunde, dann haben mich gleichzeitig die Viecher angegriffen und einer hat mich getroffen. Also Glück, also hier sind zwei Teams. Dann bleib sau defensiv und verkämpf dich irgendwo. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir irgendwo dir in die Arme rennen, ist sehr hoch. Also die anderen sind drinnen und ich glaube, der eine hat rausgeschossen und hat den gekillt, der mich verfolgt hat. Ja, Gott sei Dank. Ich wollte eigentlich mit meinem Kettenrevolver rausnehmen, aber in dem Fall war es vielleicht gut, dass ich da defensiv geblieben bin. Weil sonst hätte mich der andere vielleicht gekillt. Und so viel zu dem Thema. Wow! LOL! What the fucking hell going on here? Weißt du, der guckt nur in meine Richtung. Ich guck nur durch irgendwelche Baumgestrüpp. Und. Wow! Alter, wie der trifft fast! LOL, Alter, ich bin. Der hat ein Snipergewehr, also anders kann ich mir das nicht erklären. Der hat mich hier getroffen fast. Guck mal, wo ich bin. Aber das könnte sein, dass sie sich dann auf mich konzentrieren. Dann könntest du eventuell. Ja, ich weiß nicht. Nee, ich bin mir gerade gar nicht sicher, was ich machen soll. Ich sehe auch niemanden, das ist doch nimmer normal. Jetzt haben wir das Problem, die können gut rausschauen durchs Fenster, aber ich kann nicht reinschauen. Ich sehe gar nichts. Ja, aber die Fenster sind aber noch dunkel, ich sehe gar nichts da drin. Ja, die haben jetzt auch aufgehört zu kämpfen, glaube ich. Ja, die werden sich einfach nur verteidigen, ewig lang. Was? Nein! Oh, Feuerteufel! Wo kam der jetzt her? Ja, der hat meinen Posi verraten. Ich brenne wieder. Alter, es gibt's doch nicht, wie viele Viecher hier sind. Das ist unnormal gerade. Die Runde ist echt abnormal, ja. Oh, Witz, ich habe doch kaum gegen jemanden gekämpft und ich. Alles greift mich an. Alles! Holy shit. Alter, wir waren noch nie so weit aus voneinander getrennt, ne? Nee, ich, das ist übel. Okay, sie kämpfen gerade gegen den. Ja, oh Mist. Ich überlege gerade. Ich heile mich so oft, obwohl ich gar nicht gegen andere Menschen kämpfe. Das ist nicht mehr normal. Und die können sich wahrscheinlich drin ganz schön oft heilen, weil die wahrscheinlich ein Medic-Ding haben. Oder warte, ich heile mich noch nicht. Ich überlege gerade, ob ich angreifen soll. Oh. Aber dann vielleicht, wenn die ein bisschen auf mich gelenkt sind. Warte, wenn ich da wieder angreife oder sowas, oder er mich sieht. Ja, weil sie haben es gerade wieder versucht, gegen den zu kämpfen, glaube ich. Ja gut, aber du kennst das. Einmal reinschießen und dann hörst du was, ja. Aber... Das Problem ist einfach, dass ich jetzt nicht mehr viel Zeug habe zum Heilen. Einmal kann ich mich noch heilen und dann... Ja, aber rein. Vielleicht ist... Ja, so. Gut, ich laufe jetzt... Wie viele Lebensbalken und so, also... Da sind überall Fenster offen, daraus werden sie geschossen haben, denke ich. Aha. Ah, ich hab's leider gerade nicht so im Kopf, wie das Gebäude innen drin ausschaut, wo man da so die Fenster hat, wo man rausschauen muss. Ich muss sie jetzt nochmal heilen, schnell. So, jetzt habe ich mich geheilt. Er wirft Dynamit oder ja, irgendwas. Nein, er hat die Leiche angezündet von dem anderen. Weißt du von wo? Digga, jetzt hört doch auf! Wo kommen die alle her? Meine Fresse! Ich bewege mich keinen Millimeter und die greifen mich die ganze Zeit an irgendwo. Um schön meine Posi zu verraten, Alter. Oh. LOL. Was? Da ist nochmal jemand verreckt? Was? Eventuell der Kollege, der den Brennenden jetzt wiederbeleben würde? Ich habe keine Ahnung. Aber wo sind die denn? Aber vielleicht denken die jetzt, wenn jetzt nochmal jemand verreckt ist, dass... Vielleicht das Glück sagt, du warst, weil sie denken, dass du mich wiederbeleben wolltest? Ich weiß nicht, ich laufe gerade komplett außenrum. Ich versuche gerade, die ein bisschen zu umrennen. Ja. Ich sag mal, generell wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt anzugreifen, weil sie ja noch ein bisschen mit dem Meuchler unterwegs sind. Aber ich glaube, wenn es dann mit Verbannen losgeht, wird es auch wieder ein bisschen haarig. Aber besser wie nicht. Oh, was?
Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Ich bin am Arsch der Welt. Die haben alles im Blick. Ich hab keinen Medic mehr. Hab jetzt auch einen Balken weniger. Ich komm nicht ran. Jedes Mal, wenn ich nur an einem Zentimeter nah ran bin, BÄM! Voll in die Fresse. Egal von welcher Seite. Das kann's doch nicht sein. Ich weiß nicht, wie ich rankommen soll. Oh, das nervt mich gerade richtig. Am liebsten würde ich es einfach aufgeben, ehrlich. Jetzt haben beide einen Balken weniger. Ich überlege gerade, wie komme ich das am besten rein, ohne dass man mich sieht. Hm. Weil gefühlt schauen sie gerade wieder in die richtige Richtung, oder? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Egal, wo ich stehe, mittig, links, rechts, die ficken mich erstmal hardcore. Und ich weiß nicht mal wo, ne? Ich habe volle Rotze alles abbekommen, die haben mir wieder fast einen Headshot gegeben. Und das war komplett links mein Wasserseitig. Aber wenn ich rechts angreife, greifen sie mich an. Weißt du, und wenn ich einmal Leute sehe und die laufen hinter eine Ecke, ich finde die nicht mehr, die sind weg. Und dann irgendwann stehen sie hinter mir. Und jetzt, ich kann alles umrennen. Das ist, als würde ich orange leuchten oder sowas. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ehrlich. Das kann doch nicht sein, dass sie mich dicht durchgehen sehen, wenn ich eine Millisekunde in den Kopf rausgucke oder so. Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Gar nicht. Was ich halt krass finde, ist dieses kleine Gebiet davon. Es sind da drei Teams. Ganz, ja. Echt sauspät. Die anderen sind schon längst draußen. Keiner hat versucht, irgendwie aufzuhalten. Gar nicht. Auf einmal sind hier in diesem Gebiet, auf einmal sind drei Teams gleichzeitig drin. Ja, ja. Was soll das? Gibt's hier irgendwo einen Wagen in der Nähe? Ich könnte runterrennen und mich schnell heilen. Soll ich das machen? Boah. Oh, der ist aber weit weg, oder? Der ja, war... der ist ganz schön weit weg. Gut, wenn ich durchrenne, geht's vielleicht. Also ich habe jetzt vor, wenn das die Verbannung startet, in dem Moment laufe ich mal zu dem Gebäude hin, dass ich schon mal, Glück sagt, unterm Fenster stehe. Und dann habe ich auch wieder ein bisschen Vorteile mit meinen Waffen. Durch die Hoffnung, dass halt der eine dann gerade den gekillt hat oder die Verbannung startet, dass er halt gerade hoffentlich nicht der ist, der gerade in meine Richtung schaut. Ja. Ich hoffe einfach, dass du dir dann beide mit der Schrotflinte rausnimmst, weil ich habe hier irgendwie gerade keinen Schaden. Hier sind auch so viele, da ist nochmal ein Feuerteufel. Ich kann die nicht umrennen, ich kann hier nichts machen. Wenn ich jetzt hier die hören das doch sowieso, wenn ich jetzt hier laufe. Das ist, wobei ich ewig zu weit weg bin, ne? Du bist echt weit weg. Blick gerade echt hier vielleicht mal bei der Bliank-Ding, ob ich da gucke, ob hier irgendwo Heilung ist. Ja, wie aktuell haben wir ja die Zeit. Hörst du die Hunde eigentlich? Nee. Ganz, ganz leise. Aber das Viech, also der Meuchler ist so laut. Ja, wir hören dies ganz sicher nicht. Aber ich gehe jetzt, also ich bin jetzt zwar nicht vorsichtig, ich gehe stark davon aus, dass dies die letzten sind, ne? Ja. Deswegen bin ich da relativ unvorsichtig gerade. Das wäre es natürlich jetzt, wenn du da ganz da hinten verreckst, Dinge. Ja, das stimmt. Ich kann mir das Spiel alleine gar nicht vorstellen, ehrlich. Natürlich ist hier kein Leben. Hier ist die Tür offen. Ach, da ist Leben, Gott sei Dank. Ich habe Leben gefunden. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gleichzeitig von der gleichen Richtung angreifen sollen, dass wir vielleicht von den anderen von uns erwischen. Von linke Seite, das haben sie komplett abgeaimt. Ich weiß nicht, wie er es schafft, aber der guckt ganz rechts, ganz links. Ich kann entweder nur noch einmal komplett rumlaufen und von rechts angreifen. Ja, aber da, wo ich bin, ist es ja genau die andere Seite, wo du warst, wo er jetzt den anderen gekillt hat und angezündet hat. Also, ich bin ganz nach links gerannt. Ganz nach links. Ich war an einem Wasser. Im Gebüsch. Im Wald. Ne? Und bin dann einstrücken. Der hat mich da irgendwo erwischt. Im Wald. Im Gebüsch. Hat er mich fast gekillt. Ob Leute wirklich so viel Glück haben und wirklich in dem Moment irgendwie gerade hinschauen. Oder ob sie genau wissen, wie man laufen könnte und dann da das abaimen.
Oder sie cheaten. So, jetzt bin ich am anderen Ende. Jetzt siehst du mal, wo ich bin, oder? Ja. Also, sorry, aber... Hörst du das, wenn ich jetzt durchs Wasser renne? Nö. Gut. Aber ich gehe auch davon aus, dass der ein Sniper-Gewehr hat, weil der vielleicht für dich im Vorteil, wenn er nicht gerade Ketten-Ding hat. Also ich bin jetzt wirklich jetzt wieder am anderen Ende, also jetzt wirklich, also wenn die jetzt... Ich sehe das jetzt, bin ich zwischen zwei Bäumen, guck raus und ich sehe das schon richtig, dass ich jetzt direkt einen Headshot kassiere. Ich glaube, jemand hat eine Falle aufgestellt. Okay, das ist auch gut. Stimmt, die Fallen. Oh, da ist eine... Eine Hexe ist da. Das gibt's so halt. Dass da so viele Viecher sind. Tja, aber irgendwas müssen wir fast machen. Ja, aber anscheinend trauen sie sich jetzt auch nicht, da weiterzukämpfen. Gar nichts, ne? Entweder sind wir geduldig und machen warten ewig, bis die nichts machen, oder? Ich habe eigentlich gedacht, ach, jetzt sind sie vielleicht bald beim Verbannen, dann nutze ich die Chance und lauf gleich los. Das halt. Ja, aber ganz ehrlich, da gegen Assassinen würde ich auch nicht kämpfen, wenn ich wüsste, andere sind draußen. Ja, das stimmt natürlich. Aber eigentlich sind die ja nicht bei ihm drin, sondern die sind dann irgendwie außerhalb. Heißt also, blöd gesagt, wir müssen die ja irgendwie sehen. Die müssen also auf so einem Balkon sein oder auf so einer Treppe, ja, auf einer Plattform. Stimmt eigentlich. Irgendwie so. Gut, aber wenn ich auf der Seite, da hinten, im Wald, da wo ich den Grand hingemacht, ich weiß nicht, ich glaube, du siehst die Markierung, wenn ich da angeschossen wurde, muss ich vielleicht in dieser Hütte, in der hier, ne? Vielleicht sind die da drin, weil da hätten sie einen guten Blick auf diesen Wald gehabt. Aber mich wundert es dann, wie sie mich da woanders erwischt haben. Aber vielleicht waren das die anderen. Aber dass die mich da hinten im Wald gesehen haben, das ist ja unnormal, ey. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Weil jetzt, da ist freies Feld vor mir, ne? Ich komme da nicht ran. Ich kann mich da nicht ranpirschen. Oh, shit, weil ich sehe das, wenn ich mich vorschleiche, kriege ich direkt einen Headshot, Alter. Aber laufen, das hören sie wieder, dass ich von der Richtung komme. Ich überlege gerade, ob ich jetzt echt... Eine Ködergranate hast du nicht, oder? Leider, ich hätte eine Blendgranate, aber... Die bringt halt jetzt nicht so viel. Vor allem, dass wir so getrennt sind, das ist richtig behindert. Ehrlich. Ja, dann denke ich, überlege ich gerade, ob ich halt da jetzt vielleicht mal Glück gesagt die Aufmerksamkeit auf mich nehme. Ja, bringe. Das kann es halt. Aber wenn ich halt natürlich dann sofort tot bin und du noch nicht mal angefangen hast zu laufen, dann bringt das auch. Ja, das wäre, wenn du irgendwie ein Headshot kassierst oder so, das wäre echt blöd. Ja, ich sehe das schon, ich gehe um die Ecke und zack, tot. Boah, ich habe gerade richtig schlechtes Gefühl, ey. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Okay, mach raus, wir haben jetzt genug Monster gekillt. Ja, wir haben echt viele Monster gekillt, das überlege ich echt gerade. Weil bei diese... hinter dir ist Ausgang blöd gesagt. Ja, ich weiß. Aber ich. Alter, ich glaube, ich komme von dieser Hütte gar nicht mehr raus. Ja, das ist ja das kein Problem, weil wenn ich nicht hinkomme, kommst du ja auch nicht raus, oder? Ach Mann. Ja komm, eigentlich könnten wir einfach Scheiß drauf machen. Wir sagen, wir versuchen es einfach. Ja, eigentlich. Weil wieso sollte man denn so blöd gesagt sparsam spielen und immer so vorsichtig? Ich glaube, vielleicht. Na gut. Geh jetzt einfach mal rein. Dann, Ich probiere jetzt. Okay. Kommst du ein bisschen näher oder geht's gar nicht irgendwie? Ja, ich versuche die Hexe nicht aufzuscheuchen, aber wenn die... Ich war gar nicht mehr in dem Gebiet. Jetzt wissen sie ja, dass ich in dem Gebiet bin. Scheiße.
Ich überlege gerade, wie soll ich jetzt zu diesem Gebäude hin? Vielleicht gehe ich wirklich nicht da, wo der andere verreckt ist, weil da schaut er vielleicht das öfters hin. Darf ich vielleicht echt Ich sehe das, ich laufe vor und die hier? erschießen mich. Wir sehen, gucken durch Zufall direkt in meine Richtung. Genau dann, wenn ich losrenne, gucken sie in meine Richtung. Das Glücksrad kann ich ja Ja! hier jetzt Da schießen. oben ist eine vorbeigelaufen. Oh, shit. Aber das war oben, da ist eine. Oder ist es offen? Also, die sind oben da drin in dem Gebäude, aber da oben. Da ist gerade eine vorbeigelaufen. Ich hoffe, dass er mich nicht gesehen hat. Er ist echt nur Oh, vorbeigelaufen. ich überlege gerade, soll ich mich jetzt hinschleichen oder lieber hinlaufen? Weil theoretisch, Das wäre die voll ein Wahrscheinlichkeit, dass sie mich Überraschungsmoment. jetzt sehen, ist gering, aber wenn sie mich sehen, bin ich halt tot. Ich verstehe dich. Weil da ist so ein Schlitz in der Mauer. Und wenn ich mein Glück kenne, zielt er da gerade raus. Das sind auch noch Raben. Ach Gott. Weißt du, jetzt laber ich so, ja komm, jetzt trauen wir uns was, Ja. jetzt hocke ich doch hier noch in der Pampe und So, denke, ich gehe jetzt ein oh. bisschen weiter vor, aber ich schleiche bloß. Ich muss schleichen, weil sonst jage ich hier alles. Oh nein, da ist ein Viech. Boah, ich überlege gerade, ob ich einfach zur Ablenkung da auf so ein Fass schießen soll, das explodiert. Obwohl, dann verrät es eigentlich, dass ich hier in der Nähe bin. Ich bin fast da. Ich könnte auf das Fass schießen, Nee, dann schauen sie nee, eher nee. in meine Richtung. Ja, weil ich mich hier auch nicht so gut auskenne gerade. Habe ich wieder das Problem, dass ich jetzt wieder nicht weiß, wo Fenster sind oder wo sie rausschauen. Also ich bin jetzt bei der Hütte. Okay, warte, wenn du jetzt bei der Hütte bist. Ah, oh, ich treffe mich. Ich habe so Angst zu sterben. Boah, ich könnte aber was voll Schönes reinschmeißen. Dann haut eine Blume Das. rein. Also ich weiß halt nicht, ob die da sind, ne? Es könnte halt sein, muss aber nicht. Dann wissen sie halt, dass ich auf der Seite bin, ne? Wenn ich da eine. Aber dann könnte ich auf der anderen Seite reingehen und vielleicht irgendwie so sandwichmäßig. Wir sollten es vielleicht versuchen, sandwichmäßig aufzubauen. Okay, warte, ich schmeiß da mal eine Dynamit rein. 3, 2, 1. Ich hab geschmissen. Ich habe ihn nicht mehr erwischt! Ah ne, ich hab das Ziel getroffen. Lol. Lol. Ich glaube, er ist fast tot. Oh, Das da wäre oben ist das lustig gewesen, Fenster. wenn ich den gekillt hätte. Ich habe Ich bin mir halt. nicht sicher, ob sie jetzt meint, dass nur noch du da bist. Ich weiß es auch nicht, ja. Ob sie jetzt nur noch mit einem rechnen. Jetzt wissen sie ungefähr, dass du hinten bist. Das überlege ich gerade, ob ich. Ah, da oben ist aber ein Fenster. Ich habe so Angst, wenn ich da jetzt. Ich habe halt so Angst wegen den ganzen Schlitzen im Holz. Ich sehe das schon wieder. Ja. Ich sehe, da kriegt der richtigen Hatcher durch irgendeinen scheiß Schlitz. Das darf mich so ärgern. Ich überlege gerade, ob Dass die ich. es auch gar nichts machen, gerade. Vor allem mich wundert, dass die irgendwie. Wo, die müssen ja irgendwo sein, wo den Schlechter nicht erwischen. Ein Schlechter, ein Assassinen. Ah, vielleicht ist es nur einer. Ach, und den Teamkollegen haben wir gerade gekillt. Nee, dann hätte er nicht angezündet. Nee. Jetzt ist die Frage, soll man gleichzeitig versuchen, irgendwie reinzurennen? Oder
erst der eine und der andere dort. Ich weiß es einfach nicht. Ich traue mich halt nicht ans Haus zu gehen. Ich brauche jetzt erstmal. Ist bei dir in der Nähe ein Eingang, wo du reingehen könntest, theoretisch? Ich weiß es nicht. Ich müsste um die Ecke Eingang gucken, aber ich traue mich nicht, weil ich weiß genau, dass sie durch den Schlitz gucken, Alter. Ich sehe das. Weil ich müsste erstmal zum Eingang irgendwie gehen. Bei mir ist eine Leiter sogar. Oh, ich sehe ihn! Bei mir auch. Ich sehe ihn. Alles gut, warte. Hab einen Headshot gegeben! Lol, wieso bin ich? Er hat mich erwischt oder gekillt? Nee, der ist ganz woanders. Ich fackel ihn ab. Wow, da ist noch jemand! Ja! Ich komm zu dir. Ist der drinnen? Wo ist der? Ich hab keine Ahnung. Ich bin raus hinter dir. Da hinten ist er. Da kam eine Dynamitstange her. Ja. Ich hab kein Leben mehr eigentlich. Also der andere, dort wo du warst, war der andere. Da liegt seine Leiche, ne? Ich höre ihn, glaube ich, brennen, ja. Lol, der andere war irgendwie doch draußen. Ja, der war auf der anderen Seite. Ich weiß genau, wo er war. Ich wollte jetzt aber nicht pushen. Der hat eine Dynamitstange geschmissen. Ja. Ich hab's dir markiert, wo er war. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, wo er ist, ne? Olli, wir haben gerade voll ein bisschen den Spieß umgedreht. Ist die Schublade? Ja. Da ist die andere Leiche. Bewach ihn mit deinem Leben, Alter. Oh. Er ist hier. Er will den anderen wiederbeleben. Der ist da drin. Der will den anderen wiederbeleben. Schnell! Was? Ich sehe ihn nicht. Nein, er ist nicht hier. Hä? Wo ist der hin? Liegt die. Der. Achso, der hat die andere gelöscht. Kannst du die wieder anzünden? Geht gerade nicht. Aber die Leiche liegt schon noch da, oder? Aber ich kann sie wieder löschen. Ja, gut. Dann achte da um die. Ich kann wieder was hinwerfen dann, ja. Ich laufe in die andere Richtung. Wieder nicht, dass er von hinten kommen will. Gleich nochmal anzünden, wenn es geht. Sollen wir warten, bis die andere brennt, ob es wirklich fertig ist, oder? Ja. Erst bei mir irgendwo, ich höre Schritte. Bin ja auch gerade gegangen, aber. Nee, ist laufen. Der ist bei mir. Der läuft außen rum, pass auf. Was heißt außen rum? Ich glaube, dass er jetzt irgendwo hier ist. Hier. Da ist er! Ah, ne, doch nicht. Das ist ein Monster. Wow. Oh, fuck. Aber Alter, der ist bin ich schon rausgelaufen. Oh, aber der ist. Der muss trotzdem irgendwo an meiner Seite sein. Weil er hier voll gelaufen ist. Also, der ist viel gelaufen. Das heißt, der ist um uns umrundet. Er läuft immer noch. Oh, jetzt wird's weniger. Oh Gott, das war jetzt mal ein Monster. Oh Gott. Manchmal kriegt man so richtige Panikanfälle. Shit. Aber der andere ist, glaube ich, ausgebrannt, oder? Also der kann das nicht überlebt haben. Nö, nee, ich hoffe nicht. Also jetzt. Er brennt jetzt auch nicht mehr. Oh, aber es war ein genialer Schachzug von dir. In dem Moment, wo du ihn gekillt hast, hat der andere mich auch getroffen. Darum habe ich gedacht, du hast den gekillt, der auf mich geschossen. Nee, das war ganz woanders. Der hat sich da vercampt in der Hütte. Darum habe ich mir gedacht, hey, wie hat der mich jetzt getroffen, dass du ihn killen konntest? Jetzt ist er ganz leise. Ich glaube, dass er hinter mir im Wald ist oder so. Also irgendwo auf der Seite im Wald. Okay. Pferd? Ich überleg gerade, ob ich zu dir soll oder. Nee, bleib bei seiner Leiche.
Ich weiß es halt nicht, ob der jetzt wegrennt, weil er alleine ist und sagt, ach komm, scheiß an. Das ist halt das Doofe jetzt. Es könnte ja sein, dass er zum Ausgang gerannt ist. Weil das wäre genau die Richtung. Glück sagt, ich könnte jetzt nochmal außenrum gehen, reingehen und bis auf den Meuchler schießen, weil er ist ja fast tot. Das könnte man machen, ja. Schon mal verbannen, ja. Stimmt, dass wir reinrennen, weil wir wissen, dass er draußen ist, ne? Ich lauf ran. Wenn er jetzt so, sag mal, in deiner Nähe ist, dann gehe ich jetzt außenrum nochmal. Ja, das sind keine Schritte. Ja, hau den Rest, töte den schnell. Ich hasse ihn, ich hasse ihn. Wo bist du? Schlechter Möchler. Komm, jetzt gehen wir nicht auf die Nüsse. Er ist tot. Super. Jetzt beweg dich nicht zu viel. Also ich muss mir erst nochmal was... Hier drin wäre auch nochmal Heilung im Fall der Fälle. Ich überlege gerade, ob ich zu dir reinkomme. Das wäre fast praktischer, ne? Ach, ja, ja, jein, ich weiß. Ich laufe jetzt zu dir. Fuck off, Alter. Achtung, ich mach Tor auf. Habe ich eine Falle. Ich mach Tor wieder zu. An der Treppe. Ich muss ja allgemein ein bisschen gucken wegen... Ach du, ich bin unten bei dir. Achte wegen andere Fallen, ne, weil... Ja. Also, an der Treppe, hier, wo ich stehe. Unten und oben. Okay. Jeweils eine Falle. Okay. Also, oben dürfte... Hier ist Heilung. ...von dieser Treppe runterkommen. Ja. Also, hier. Ach Gott, sakrament. Pass auf, da ist eine Tür. Ja, die, den Riegel habe ich leider... Ja, man kann ihn anbringen, ja, den Riegel. Ja, das ist geil. Zu, jawohl. Dann... Ist hier dir die das Treppe? Tor? Ich gehe hier mal hoch, schauen wir mal schnell. Aber normal geht er, ich denke mal nicht, dass der hoch geht, oder? Ich gucke auch nicht aus dem Fenster, das, den Fehler mache ich nicht. Nein, ich auch nicht. Ich verstecke mich hier einfach unter der Tür, unter der Treppe und... Ich bleib mal hier und bewache so gesagt mal, also ich hoffe mal, dass... Normal, wenn du da stehst, bewache ich die Schiebetor und theoretisch, wenn man auf der Treppe runterkommen sollte, sehe ich das auch. Genau. Boah, und ich bin auch bei der anderen Treppe und bei der anderen Tür. Boah, das war jetzt ein genialer Schachzug. Also es hat besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Ja, dass du ihn so gut erwischt hast, gleich. Alter, mit dem Headshot. Das kann ich dir erklären, warum. Aber beziehungsweise du musst es ja irgendwie fast anschauen dann. Ich habe bin ja um die Ecke gegangen, weil ich gucken wollte, ob ich da irgendwo reingehe und habe gesucht, Treppe. Und dann stand der, da war ja diese Hütte, also diese Fischehütte. Und der stand einfach an der Wand von der Hütte draußen. Der hat da gekniet. Aha. Ne? Und habe ich den gesehen, hatte aber meinen Revolver in der Hand. Und dann bin ich ganz leise einfach zurückgegangen, habe die Waffe gewechselt und dann wieder vorgegangen. Dann habe ich kurz Panik bekommen, weil er dann in meine Richtung geguckt hat. Aber da habe ich schon, ich habe ja gewusst, dass er da ist und habe schon direkt den Kopf höher gemacht, weil ich wusste auch, dass er duckt. Bam, Headshot. Geil, 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 geil. Und den anderen habe ich dann gewusst, wo er ist, weil er dir eine Dynamitstange hinterhergeworfen hat und ich habe genau gesehen, wo die hergeflogen ist. Boah, ich glaube, die Ehe ganz sicher ist auch richtig. Ja, ja, klar. Jetzt ist dann die Frage, 11 Minuten, da könnte man runterrennen, theoretisch. Falls der andere oben campt. Könnte man machen, ja. Nach unserem Glück heute wird es riskant, aber eigentlich haben wir um den Weg schon aufgeräumt. Das stimmt, ja. Ich hole das erste, das Token. Mhm. Ich höre Schritte. Was? Ehrlich? Schritte oben. Wow, dann vielleicht die Treppe hier. Lol, dass die hier drin ist. Kannst du es nehmen oder eher nicht? Doch, Moment. Ja. Hab ihn. Oh, geil, geil. Hoffentlich war das der auch. Ach, sie ist ja runtergekommen. Ich hab grad Panik bekommen. Ich hab grad die Sicht gemacht und hab gesehen, wie so ein orangener Schleier gerade runtergeht. Wo ist er runtergegangen? Und ich war mitten in der Sicht, Alter. Ach, die Treppe oder was? Ja, aber ist das ist jetzt Falle nicht bei den vorbei? Fallen. Muscle gehabt. Bei beiden Fallen vorbei.
Kann nicht sein? Nicht schlecht. Ja, ich hab die Treppe. Ich hab. Wär ich hier runtergekommen, hätte ich einen Akku erwischt, weil er hier um die Ecke gegangen wäre, ne? Hier. Ja. Und ich saß direkt hier, da wäre sowas von bei mir vorbeigelaufen. Oh, geil! Wir haben es geschafft! Er hat die Sparks gehabt, darum hat er so viel Schaden gemacht. Komm, Bussi, wir haben es geschafft. Alter, komm, jetzt du hast ein Vollbart, das ist kitzelt. Darauf stehst du doch ein bisschen. Warte, ich schau nochmal kurz. Yes, wäre es jetzt gewesen. So, also theoretisch könnten wir jetzt auch hoch einfach raus, oder? Ja, mach mal oben. Komm, nicht mehr so viel Zeit für Scheiße. Ne? Ich habe genug Adrenalin diese Runde gehabt, ey. Alter. Genau, ausgebrannt. Dafür, dass der die Armbrust. Alles klar. Dafür, wie die Runde angefangen hat. Holy shit. Wollte gerade sagen, holy wie wir shit. Aber ich muss sagen, wir hatten noch viel Glück, dass ich nicht oft verreckt bin, ne? Also, dass ich nicht immer gleich verreckt bin. Er hat mich ja 3 oder 4 Mal wurde ich angeschossen. Diesmal. Ja. Ich schieß. Oh, Alter. Hammer. Ey, willst du mich verarschen? Ich verreck halt endlich. Und wie, mit wie viel Viech? Ich glaube, ich habe hier alles um das Gebiet rum. Habe ich alles. Oh. Hast du gerade geschossen? Ja. Oh, ich wollte einen Viech killen. Alter, weil der Schuss so in meine Richtung geflogen ist. Ja, weil da ist ein Viech auf dich zugerannt und ich dachte, das kill ich schnell. Aber habe dich getroffen. Oh, Alter, jetzt habe ich schon gedacht, jemand schießt auf mich. Herzrasen des Todes. Aber dass der noch da geblieben ist, Respekt. Ja. Oh, aber dass wir jetzt beim Angriff mal siegreich sind, ach. Ja. Aber das war, also die waren auch draußen. Deswegen. Einer war draußen, ne? Aber der andere war ja komplett hinter dir. Der war ja hinter dir. Der war ja genau da, wo du ja blöd warst eigentlich, ne? Wo er dich ja, wo ich hingehen wollte. Wo ich hingehen wollte. Krass. Das hat mich gewundert, dass er auf einmal hinter mir war mit Dynamit und so. Hallo? Wie nah war der bitte? Der da war bin ich ja bei ihm eigentlich direkt vorbeigelaufen. Ich glaube schon, ja. Meine Fresse, Alter. Ich hatte das so. Ja, da hatte ich auch übelstes Glück dann. Eigentlich schon, ja. Dass ich die Runde jetzt überlebt habe. Und natürlich, dann hatten wir, dass ich gleich einen Headshot gemacht habe, Gott sei Dank. Gut, da wäre peinlich gewesen, wenn nicht. Aber. Na gut, wir kennen unser Glück, ja. Dass wir ja, da. Ja. Headshots. Ich guck nochmal. Oh, schön. Aber auch am Anfang, dass, wo alle da waren, dass wir das so auch so gesagt, dass wir dann nicht sofort verreckt sind, dass wir nicht die ersten waren, die verreckt. Oder wo ich dann ganz versucht habe, um zu rennen. Wie viel Glück die hatten, dass die mich immer gesehen haben, egal von wo ich gekommen bin. Ja. Und dann ganz außenrum, da hatte ich so Glück, dass ich da nicht gesehen wurde, weil ich habe mich ja komplett in Knien hingeschlichen. Das heißt, wenn sie mich gesehen hätten, direkter Kopfschuss. Vor allem in der Sparks oder so. Ja. Holy moly. Aber das erklärt, warum die mich so gut gesehen hat immer. Wobei der eigentlich kein Zielfernrohr hatte, ne? Krass. Nee. Krass. Aber wir haben es echt geschafft. Und wir haben nicht wenig mitgenommen. Holy shit, also richtig viel Monster. Aber du bist ja am Anfang sogar noch verreckt in der Runde. Also eigentlich, ja, holy shit. Die Runde hat da richtig beschissen angefangen. Irgendwie war das so eine richtige Scheißrunde, aber da haben wir jetzt doch. Nee. Ja, aber ich bin froh, dass die so geendet ist. Ich glaube, das war jetzt aber auch, weil wir Geduld hatten. Weil du nicht gesagt hast, komm bitte her. Und ich auch nicht gesagt, komm zurück. Sondern weil ich wirklich, du bist da geblieben, Geduld. Ich habe von jeder Seite mal, ich bin wirklich viel gerannt. Das kannst du glauben. Ich habe alles. Ich bin eigentlich. Ich bin im Radius von 2 Kilometer. Ja, wirklich. Ja, hallo, wenn er ein Scharfschützengewehr hat. Ich musste immer so gut machen, dass von Deckung zu Deckung und vielleicht hinterm Hügel oder so. Und dann waren so viele Viecher dort einem. Ich wäre beinahe vorhin, als du weggerannt bist, als der eine dich verfolgt hat, habe ich den ja wollte ich den anschießen. Aber ich habe dich getroffen, aber dann hat ein anderer mich getroffen. Ne? Und genau dann haben mich Hunde angegriffen. Ich bin weggerannt von den Hunden. Und dann kam noch ein normales Viech, also so normale Viecher. Und dann, ich habe alles so schnell erschießen müssen und ich hatte nur noch eine Kugel. Das. Hör auf. Also die Hunde waren in der Runde richtig schlimm. 11 Hunde haben wir gekillt, aber wir sind noch welche ausgewichen. Ne? Und 44 Monster. Gruppen? Was? Also Gruppe ausgelöscht wahrscheinlich, oder wie? Ja, zwei Jäger. Also doch nur eine Gruppe, ne? Krass eigentlich. Dafür, dass da dann doch so viele waren. Genau, aber die haben ja den anderen gekillt, der anscheinend alleine war oder so. Keine Ahnung.
Aber ich finde es eigentlich so hart, dass weiße Schlechter, die gehen Höhen, töten den Verbanden, gehen raus, nichts passiert, gehen da ganz gemütlich. Die dachten ja, sich auch, die dachten sich wahrscheinlich auch, ach, hier ist ja kein anderer, ne? Und, dann und der andere, das kleine Gebiet, passiert nichts. Dann gehen wir da hin, nicht verbannt, nichts. Und die Alter, da wird rumgeballert und 1000 Leute sind da. Ja, ich dachte, also was das ist mich jetzt los? Ich habe eigentlich gedacht, ja, wahrscheinlich sind wir jetzt alleine oder so, keine Ahnung. Ich, aber ich war dann auch so unfassbar, weil ich echt davon ausgegangen bin, dass wir dann alleine waren. Ich war wirklich, ja. Ich war so wirklich so fast schon, ich war mir, ich habe schon diesen Spielmodus gehabt, so einmal wo rein, über die Tür aufmacht, mit Schlagring, nicht, keine Waffe, nichts. Ja. Holy moly. Jetzt sind wir schon wieder 29. So weit waren wir schon mal und dann sind wir mit dem Spielcharakter verreckt. Wenn wir den jetzt noch einmal schaffen, rauszukommen, dann können wir mal wieder den anderen benutzen. Ja, die sind ein bisschen eingestoppt, ne? Und ich glaube aber auch, aber krass, dass der andere mich nicht gesehen hatte. Weil als ich mein Dynamit geschmissen hat, hätte er eigentlich wissen können, dass ich da bin. Hätte er in meine Richtung... Stimmt eigentlich. Also natürlich, wenn er einfach nur das Dynamit gehört hat und vielleicht durch Zufall gerade mit dem Rücken da stand und das nicht gesehen hat, wie ich es geschmissen habe. Aber eigentlich, wenn er durch Zufall in diese Richtung geguckt hätte, hätte er genau gesehen, wo das Dynamit herkommt. Ja, das stimmt. Und wenn er in meine Richtung gezielt hätte und ich wäre mit einem Revolver um die Ecke gekommen und es war relativ weit weg, dann hätte mir mein Fächer nichts gebracht. Und ich bin nicht nervös geworden und habe nicht einfach mit einem Revolver geschossen. Bin ganz langsam zurück, habe die Waffe gewechselt. Oh, aber krass, dass du echt zurückgegangen bist, um Waffe zu wechseln, nicht einfach jetzt Waffe wechseln und schießen. Nee, das war mir zu riskant, weil ich wollte, dass er, wenn, während ich Waffen wechsle, wenn der sich da umgedreht hätte, während ich Waffe wechsle, da wäre ich ein leichtes Opfer gewesen. Und ich wollte ja mit gezielter Haltung um die Ecke gehen. Ja. Oh. Aber jetzt sind wir wieder bei einer Stunde fast. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es war eine sehr spannende Runde in meinen Augen. Oh, yeah. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.